4918 zu 37 Tor für Everton FC, 1:0 durch Richarlison. Die komplette erste Hälfte wird auf den Kopf gestellt. Eine Ecke von rechts fliegt in den Strafraum und Calvert-Lewin steigt aus 5 Metern am höchsten. Kepa klärt auf der Linie, doch der Abpraller landet wenige Meter vor der Linie direkt bei Richarlison, der per Kopf verwandeln kann, indem er reaktionsschnell unter die Latte köpft. 4718 zu 37, die Toffees jetzt schon mit mehr Gefahr als im gesamten ersten Abschnitt. Bernhard legt links im Strafraum zurück auf André Gomes, der von halb links mit links aus 18 Metern abzieht. Das Leder dreht sich in Richtung Tor und wird von Kepa gehalten. 4618 zu 35, Blitzstart der Gastgeber. Vom rechten Flügel schlägt Calvert-Lewin aus 20 Metern einen scharfen Ball hinter die Abwehr auf den langen Pfosten. Am langen Pfosten ist Bernhard einen Tick zu spät da. 4618 zu 33 Anpfiff, zweite Halbzeit. 4518 zu 24 Halbzeitfazit. Torlos geht es in die Kabinen. Der FC Chelsea macht ein starkes Auswärtsspiel und dominiert klar. Sie kommen im Goodison Park auch zu zahlreichen Abschlüssen. Von den 10 Torschüssen gingen jedoch nur 3 aufs Tor. Gegenüber war es lediglich einer, was die Harmlosigkeit Evertons gut ausdrückt. Sie werden hinten reingedrückt, so dass sich die Partie fast nur in der Everton-Hälfte stattfindet. Es muss im zweiten Durchgang für mehr Entlastung gesorgt werden, denn wenn Chelsea so weitermacht, werden sie zwangsläufig einen Treffer erzielen. 4518 zu 16 offizielle Nachspielzeit, Minuten 24218 zu 14, was für ein Solo von Pedro, der aus 20 Metern vor dem Kasten von rechts nach innen zieht, dabei 3 Gegenspieler stehen lässt und auf 10 Metern gefühlt 15 Kontakte hat. Er zieht in der Folge ab, doch verfehlt mit links den rechten Pfosten flach nur um Zentimeter. 4018 zu 13 Richarlison kann sich gegen Hazard enge Ballführung nur mit einer Grätsche helfen versuchen. Er trifft nur die Beine und es gibt aus 17 Metern auf Höhe des linken Pfostens einen Freistoß, den Barkley jedoch in die Mauer schießt. 3718 zu 10 und dieser hat es in sich. Aus 25 Metern am rechten Flügel kommt die Hereingabe genau auf den Kopf von Dominic Calvert-Lewin, der am höchsten springt, aber unter Bedrängnis nicht genau genug zielen kann. Die größte Gelegenheit für Everton, 3618-07, gelbe Karte für Marcos Alonso, Chelsea FC. Der Spanier hält den Endthailändin Richarlison fest, der dankend annimmt und den Fressitus zieht. 3318-05, es ist fast immer das gleiche Muster bei den dominanten Gästen. Am Flügel gibt es eine schnelle Kombination und dann wird flach in den Rückraum abgelegt. Dieses Mal ist der Empfänger Higuain, dessen Versuch nicht den Weg ins Tor findet. 3018-02 Pedro spielt links einen Doppelpass mit Marcos Alonso. Der Flügelspieler wird aus 11 Metern halb links bedient, doch sein Rechtsschuss rutscht ihm über den Schlappen und fliegt viel zu weit nach rechts. 2018-00 Digne legt im Aufbau auf Mina zurück, der davon überrascht wird. Everton verliert zu früh die Bälle. Fortgesetzt wird die Partie mit einer Ecke. 2717 zu 59. Es ist beachtlich, wie gut die Chelsea-Akteure mit dem Ball umgehen können. Sie haben fast nur den Ball, aber machen damit keine Fehler. 2317 zu 56. Everton wird etwas mehr Raum im Aufbauspiel gelassen. Sie spielen die ersten Pässe kurz und tappen so in die Pressingfalle. Chelsea läuft sie gnadenlos an und gewinnen das Spielgerät noch in der Hälfte der Gastgeber.
In der Folge schließt Barkley aus 25 Metern viel zu locker ab, was die Zuschauer erneut zu Himmel verleitet. 2017 zu 52 Higuain führt einen Distanzschuss aus 18 Metern auf den Kasten, doch Pickford hält den zu zentralen Rechtsschuss ohne Mühe. 1917 zu 51 nach einer schnellen Kombination wird Barkley am linken 16er-Eck freigespielt. Er tanzt sich durch die Reihen und geht aus spitzem Winkel volles Risiko. Sein Schuss mit voller Wucht hat jedoch kaum Präzision und fliegt so weit am langen Pfosten vorbei, dass es einen Wurf gibt. Die Fans feiern ihren Liebling höhnisch. 1617 zu 47 Everton mit dem ersten Abschluss. Digne antizipiert einen Ball auf links und leitet die Kugel weiter. Aus 18 Metern zieht Calvert-Lewin ab, doch der Schuss geht deutlich drüber. 1217 zu 45 Die Gastgeber sehen überhaupt kein Land. Das Spielgerät zirkuliert durch die Reihen der Blues, während die Toffees hinten kaum rauskommen. 1017 zu 43 Idrissa Gueye wurde am Knöchel getroffen und muss behandelt werden. Nach einer kurzen Behandlung geht es für ihn weiter. 717 zu 42 Es brennt lichterloh im Everton 16er. Zunächst scheitert Hazard aus 14 Metern von halblinks nach einem flachen Drehschuss am rechten Pfosten. Wenige Sekunden später wird Higuain nach einem hohen Ball über die Abwehr rechts im Strafraum in Szene gesetzt. Der Argentinier wird von Mina entscheidend bedrängt und so kann Kane den kaum getroffenen Ball vor der Torlinie ohne Mühe abfangen. 617 zu 38, das war knapp. Alonso bedient Hazard von links und der Belgier zieht von links in den Strafraum ein. Er wird kaum bedrängt und hat mehrere ganz schnelle Kontakte. Aus 7 Metern zieht er ab, doch Pickford ist im kurzen Eck flach zur Stelle. 517 zu 36 Chelsea mit deutlich mehr Ballkontrolle. Sie lassen das Leder in Sarri Meunier von Spieler zu Spieler laufen. 217 zu 33 Ross Barkley wird bei jedem Ballkontakt ausgebuht. Die Fans verzeihen ihm seinen Weggang von Everton zum Ligakonkurrenten offenbar nicht, auch wenn er schon seit über einem Jahr für die Blues aufläuft. 17.30 Uhr Kurt Zouma ist übrigens nicht im Everton-Aufgebot, da es ihm eine Klausel im Leihvertrag mit Chelsea verbietet. 17.28 Uhr Die Spieler betreten den Rasen. Die Hausherren laufen in Blau-Weiß auf. Chelsea trägt seine gelben Trikots. 17.19 Uhr Einer aus dieser Angriffsreihe war lange fraglich, doch Gonzalo Higuain startet im Goodison Park. Der Argentinier klagte in der Woche über starke Bauchschmerzen mit Fieber, doch heute ist er einsatzbereit. 17.17 Uhr Auch Marco Silva warnt seine Mannschaft, wir müssen solide stehen, da Chelsea über eine herausragende Angriffsreihe und eine hohe individuelle Qualität verfügt. 17.14 Uhr Sarri war im Vorfeld sehr gut auf den heutigen Kontrahenten zu sprechen. Sie sind nach den Top 6 das technisch stärkste Team der Liga. Er kündigte an, dass es ein wichtiges und schwieriges Match würde. 17.06 Uhr für Chelsea läuft es etwas besser. Nach dem 0:6 Debakel bei Manchester City wurden zwei Spiele gewonnen, doch am letzten Wochenende strauchelte der FC Chelsea mit einem 1:1 gegen Wolverhampton. 17.03 Uhr Mit so vielen Toren sind die Fans der Toffees schon lange nicht mehr belohnt worden. In nur zwei der letzten fünf Spielen traf Everton. Insgesamt ist die Form nicht bestechend. Seit Februarbeginn gab es 8 Spiele, aus denen man gerade einmal 4 Punkte holen konnte. 16.59 Uhr am Donnerstag musste der FC Chelsea noch bei Dynamo Kiew in der Europa League antreten. Das Team vom nicht unumstrittenen Maurizio Sarri fegte die Hausherren mit 0:5 vom Feld. Heute stehen aber nur 4 Akteure erneut in der Startelf: Kepa, Rüdiger, Kanté und Marcos Alonso. 16.51 Uhr Zur Ausgangslage der Begegnung: Everton dümpelt im Niemandsland der Tabelle auf Platz 12 herum. Für die Blues geht es hingegen noch um alles. Bei einem Sieg halten sie den Anschluss an die Champions League-Plätze.
Manchester United verlor gestern mit 0:3, daher stünden bei einem Auswärtssieg Arsenal, Man Utd und Chelsea mit 60 Zählern auf Rang 4, 5 und 6. Die Spurs liegen einen Zähler davor auf dem dritten Platz, 16:35. Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Begegnung FC Everton gegen Chelsea London. Anpfiff ist um 17:30 Uhr.